Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Train Simulator, zur letzten Folge der historischen Woche. Und wir fahren heute in England mit der neu erschienenen GWR Small Priories, wovon mehrere Farben verfügbar sind, insgesamt grün, schwarz und rot. Vielleicht weiß es einer, rot ist meine Lieblingsfarbe. Deswegen habe ich mir die rote ausgesucht und sie sieht auch echt gut aus, muss ich anmerken. Also die Lok ist echt meiner Meinung nach ein Highlight. So, wir fahren von Truro nach Falmouth. Das heißt, wir ziehen die Bremse weg. Das hier ist eine Bremse. Hätte ich nie gedacht, dass man so eine Bremse hat. Aber auch vom Führerstand aus sieht alles genial aus. Was ist das denn hier? Ach, das sieht aus wie eine Sperre. Wenn ich das hier wieder runterklappe. Naja. So geht's auf jeden Fall auf. Na dann. Das hier ist der Richtungswender. Wir gucken mal aus dem Fenster. Die Sicht sieht auch ganz gut aus. So, wir lassen Leute einsteigen. Gut. Dann legen wir den Richtungswender schon mal nach vorne. Das hier ist der Regler. So, jetzt warten wir, bis die Türen geschlossen sind. Restriction C1. So, da steigt noch einer ein. Und dann geht's auch gleich schon los. Türen sind zu. Wir sind im Führerstand, das heißt Abfahrt. So. Erstmal mit voller Kraft andampfen. Uns wird natürlich jetzt kein Zug entgegenkommen oder so. Das ist jetzt einfach nur ein freies Spiel. Ein schnelles Spiel. Die Folge soll auch so lange gehen, bis wir in Falmouth ankommen. Es ist die letzte Folge. Mal was Englisches. Wir sind mittlerweile sehr oft auf der Falmouth-Linie unterwegs, merke ich. Ich kann natürlich auch nicht in 50 Folgen Train Simulator. Die letzte Folge war die 51. Das ist jetzt die 52. Ich kann natürlich nicht 50 verschiedene Strecken oder Züge oder so zeigen. Ich zeige jetzt hier schon ein neues DLC. Und dazu gehört auch einfach eine englische Strecke. Und ich kann ja nicht dafür extra noch eine englische Strecke zeigen. Mir noch eine englische Strecke dazu kaufen. So. Wir beschleunigen mal. Wieder weiter. Weil eigentlich kann die Lok auch schneller fahren, das weiß ich. Gehen wir mal auf 58%. Und auf 56% mit dem Richtungswender. Dann aktivieren wir doch schon mal das Gebläse. Und ab 30 kann ich dann eh erstmal runterschalten. So. Bei 7% kann ich bleiben. So. So.
Sind wir hier falsch abgebogen? Nö, wir sind richtig. Nur das hier unten verwirrte mich halt. Ja. Hier ist nämlich ein Wendepunkt oder so. Na denn. So, jetzt beschleunige ich wieder ein bisschen. Damit wir auch jetzt auf die 40 kommen. Okay, wir müssen noch ein bisschen mehr mit den Reglern runtergehen. So, gehen wir mal so da drauf. Wir werden immer noch schleuniger, aber der Dampfdruck bleibt halt gleich groß. Jetzt geht er langsam runter. Okay, wir müssen schon etwas mehr Power geben. Wenn wir auf der richtigen Geschwindigkeit bleiben wollen. Aber das wird schon echt schwer sein, hier lang zu kommen. Weil wir müssen natürlich auch auf den Dampfdruck achten. So, irgendwo müssen wir jetzt unseren Druck anpassen. Okay. Hier war gerade irgendwo eine Einstellung, wo ich Geschwindigkeit aufgebaut habe. Okay, ja. Ja, es ist gerade schwer, weil wir fahren einen Berg hoch. Ja. Wir sind jetzt gleich schon in einem Bereich der Dampfdrucks angekommen, wo es langsam schon echt nicht mehr gut aussieht. Deswegen jetzt erstmal wieder Dampfdruck aufbauen. So, wir fahren natürlich auch komplett durch bis Falmouth. Sonst wäre das ja echt zu lange. Also wir fährten natürlich nirgendwo anders. So, jetzt lassen wir erstmal wieder Dampfdruck aufbauen. Weil wir kommen ja jetzt gleich eh ins Rollen. Und ja. Wir sind in einem Tunnel. Erik, mach doch nicht die Feuerbüchse auf. Mein Gott, bin ich doof. Das hätte jetzt einen tödlichen Feuerrückstoß geben können. So. Wir beschleunigen gerade eh. Vielleicht sollten wir das jetzt echt erstmal nutzen, um Dampfdruck aufzubauen. Und wir sind ja noch nicht mal auf der richtigen Steigung.
Okay. Wir sind momentan zu schnell. Wir sind jetzt 10 Stunden. Wir bremsen jetzt langsam mal ab. Wow. So. So, wir fahren kurz einen Berg hoch. Hier ist eine Steigung nach oben. Aber wir haben mittlerweile auch schon wieder Dampfdruck aufgebaut. Ab durch Perwinwell. Eigentlich hätte ich hier jetzt einfach nur aus Interesse halber stehen bleiben müssen. Oder besser gesagt aus Realitätsgründen. So. Wir beschleunigen jetzt wieder ein bisschen. Auf 25 erstmal. Ach. Beschleunigen wir jetzt überhaupt noch? Ja. Und ich baue immer noch Dampfdruck auf. Das ist gut. Aber da hinten kommt das Perrin-Viadukt. Da werden wir an Geschwindigkeit verlieren. Nein. Ich will jetzt nicht herunterfahren. Ist das hier eine Handbremse? Ja. Was ist das hier? Was ist das hier oben? Fahren wir mal damit. Okay. Das heißt, ich muss sogar noch mehr beschleunigen. Ja, es ist schon echt nicht einfach. Vor allem mit den drei Wagen.
Ja, ich glaube, wir fahren zumindest 40 Stundenkilometer oder so. Weil ungefähr ein, zwei Drittel. Und man hat die Geschwindigkeit in km/h. Ja, knapp 40. Okay. Ich verstehe es auch nicht, warum der Dampf nach vorne rausgeht. Aber vielleicht kommt da ja ein Update. Ja. So. Und wir bauen wieder Druck auf. So, es sind noch 5,7 Meilen bis zum Endbahnhof. Ja. Sixteen miles per hour. Ah. Ja. Hallo. Beschleunige doch mal bitte. Hier, da hat er doch gerade kurze Zeit beschleunigt. Unter eine bestimmte Geschwindigkeit möchte ich nämlich nur ungerne kommen. Ich möchte hier ja jetzt auch nicht unbedingt lang kriechen. Vielleicht hätte ich mal darauf achten sollen, dass noch mehr Wasser im Tank ist. Da hätte ich mal öfters darauf achten sollen. Ist klar, dass der wenig Wasserdampf produzieren kann, wenn dann nicht genügend Wasser im Tank ist. Ja. Jetzt bleiben wir hier erstmal stehen. Und von dem Berg gleich erstmal anzufahren. Das wird gleich ein Kraftakt werden. So. Ja. Und wir hängen hier wieder. Wie mit der Baureihe 03. So, mit 3,8 Stundenkilometern kriechen wir hier den Berg hoch. Ach komm. Bleiben wir jetzt doch einfach stehen. Und jetzt lassen wir kurz Luft auftanken. Ich mache hier einfach einen Zeitraffer rein. Dann seht ihr, wenn wir fertig sind. Thank you.
So, wir sind wieder da. Was ich hätte machen können, ist die Wasserluke schließen können. Weil jetzt geht es im Prinzip wieder los. Wir haben genug Dampfdruck, um anzufahren. Wie schnell wir jetzt anfahren, ist natürlich noch nicht geklärt. Ich habe jetzt eine Stunde, hat das jetzt ungefähr gedauert, um den Dampfdruck wieder aufzufüllen. Ja. Mal gucken. Nee, gar nicht eine Stunde. Ungefähr 20 Minuten. Jetzt gehen wir doch einfach vom Richtungswender immer stückweise runter. Weil beschleunigen können wir ja trotzdem. Wir dürfen halt nur nicht mit dem Dampfdruck wieder zu tief kommen. Ja. So, bleiben wir doch mal auf dem Druck. So, wir haben schon wieder nur noch 103% im Tank. Gut. Natürlich haben wir jetzt momentan echte Probleme wegen des Dampfdrucks. Weil den jetzt erstmal auf einer gewissen Höhe zu halten, ist jetzt natürlich... Ja. Ist schon schwer. Aber wir beschleunigen jetzt ja gerade. Das heißt, ich kann jetzt auch einfach wieder zumachen. Wir lassen jetzt einfach auch Dampfdruck aufbauen, während wir auf der Bergfahrt sind. Bergfahrt ist ja jetzt etwas länger. Wie gesagt, das, was jetzt während der Dampfdruck aufgefüllt wurde, das lasse ich einfach so als Zeitraffer darin laufen. Mal kurz einen Screenshot gemacht. So. Aber die sieht schon echt gut aus. Wir versuchen jetzt mal gleich einen schönen Screenshot aufzunehmen. Mal von hier aus. Und zwar will ich... demnächst so eine kleine Screenshot-Kollektion machen. So, wir fahren mit 40. Da hinten müssen wir gleich abbremsen. Da ist eine Stelle, da dürfen wir nicht zu schnell reinfahren. So. So kann man auch herunterfahren. Mit der Geschwindigkeit. Gut. Da ist schon der 30er Bereich. Im Prinzip das, was du lesen kannst, das ist das, wie schnell du fahren darfst. Von hier aus kannst du 30 gut lesen und von der Richtung aus die 40. So ist das in England gemacht. Vielleicht hätte ich nicht unbedingt stehen bleiben müssen. Ich habe ja immer noch den Richtungswender drinnen.
Und ich habe gerade auch einfach mal eben vergessen, die Tür zuzumachen. Ist da Funkenflug aus dem Schornstein? Ja. Tatsache, da ist sogar Funkenflug bei. Das heißt, wir rollen hier jetzt erstmal nur durch den Bahnhof durch. Und stellen das jetzt mal wieder so ein, dass wir sogar ein bisschen beschleunigen. Ohne dass wir Dampfdruck verbrauchen. So, wir müssen hier nämlich rüber. Gut. Geschwindigkeitsüberschreitung. Wo denn bitte? So, jetzt geht es erstmal wieder bergab. So. Beschleunigen bitte. Wir beschleunigen jetzt vielleicht gerade echt mal einfach so auf 40. Cool. Wenn das jetzt echt so einfach so beschleunigt, ist doch gut. Dann bekommen wir vielleicht eine Geschwindigkeit drauf, die uns hilft. Ja, in ungefähr 7 Minuten sollten wir in Falmouth ankommen. Jetzt geht es hier kurze Zeit bergauf. Ja. Sind nur noch 2 Meilen. So. Wir gehen mal ein bisschen mit dem Richtungswender runter. So. Dann ist Penmare, glaube ich. Ja, Penmare. Das wäre auch eine gute Anweisung für mich. Penmare. Ich sollte mal demnächst mehr schlafen. So, wir füllen natürlich auch noch ein bisschen jetzt den Tank auf. Der ist ja jetzt gleich sogar schon so gut wie leer. Vielleicht hätte ich die Lok erstmal ein bisschen auffüllen sollen an Wasser, aber ich hätte jetzt gar nicht gewusst, wo ich an Wasser komme. Ich glaube, ich hätte auf die Schnelle gar keinen Wasserkran gefunden. Ja. Ja. Komm schon. Komm schon, ich muss beschleunigen. Wir sind doch auf einer Ebene.
Jetzt sind wir auf einer Ebene, wo wir keinen Dampfdruck verbrauchen, aber auch keinen aufbauen. Und jetzt gerade verbrauchen wir so wenig, darauf können wir im Prinzip verzichten, den aufzubauen. So. Jetzt beschleunigen wir und bauen Luftdruck auf. So, noch 1,77 Meilen. 4 Minuten verlangt er von uns nochmal dafür. Ja. Also das lässt sich einrichten. Vielleicht werden wir ja dieses Mal sogar schneller als 40. Wäre ja sogar vielleicht vorstellbar. Also ich muss mir echt nochmal den Umgang mit Dampfloks angucken. Weil so... Aber ich fasziniere mich auch für Dampfloks. So. Wir kommen schneller an als erwartet. Dadurch, dass wir 5 Meilen zu schnell sind. Noch eine Meile. Gut, das heißt, wir fangen jetzt langsam mal an, mit der Bremse hier zu bremsen. So. Volle Bremse. Und jetzt noch die Handbremse rein. So, und mit der Handbremse haben wir noch unter 30 abgebremst. So. Ein bisschen beschleunigen können wir doch nochmal. Ja, aber wir kommen jetzt in Falmouth an mit einer Verspätung von 20 Minuten. Weil wir den Luftdruck neu aufbauen mussten. Ja. Aber so, wir fahren in den Bahnhof ein. Und ich bremse jetzt ab, was ich jetzt im Prinzip auch machen könnte, ist die Wagen jetzt von alleine reinfahren lassen. Die bleiben zwar nicht dort stehen, wo sie im Prinzip hätten stehen bleiben sollen, obwohl doch einigermaßen. Wir sind im Bahnhof angekommen. Wir rollen jetzt nochmal zurück. Gut gemacht. Sie haben das Ende erreicht. So, und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und dann geht's nochmal weiter. Die historische Woche ist abgeschlossen. Bis zum nächsten Mal und bye bye.